Hallo, ich bin Wolf Fuß und das ist Hansi Küpper. Hallo Hansi. Hallo Wolf, es ist toll hier sein zu können bei dieser Atmosphäre. Ich kann mir vorstellen, das Spiel, das wird eine Menge bieten. Und jetzt das Spiel, Manchester City gegen Bayern München. Das ist die Aufstellung. Das Spiel beginnt und ein Blitzlichtgewitter prasselt von den Tribünen herab. Hoffen wir, dass das Spiel dem Rahmen gerecht wird. Das Spiel hat begonnen. Die Fahne bleibt unten. Hoher Ball nach vorne. Er springt zum Kopfball. Der Stolz und die Geschichte dieser Mannschaft lassen jedes Mal eine spürbar intensive Atmosphäre aufkommen, wenn sie den Rasen betritt. Das ist aber nur einer der Gründe dafür, Wolf, wieso Bayern München eine so große Anhängerschaft hat. Nicht nur die Fans sind stolz auf ihre Wurzeln, auch der Verein pflegt seine Traditionen und hat sogar die Landesfarben in seinem Vereinswappen. Da hält er voll drauf. Silva. Checo. Den klaut er sich. Müller. Robben. Mandzukic. Da versucht er's. Der Pass kam genau richtig. Da wurde er perfekt angespielt und dann kommt er nicht am Torwart vorbei. Sie spielen richtig gut und sie arbeiten richtig gut. Es bleibt zu hoffen, dass sie jetzt bald den Lohn für ihre Arbeit bekommen. Silva. In der ersten Hälfte sind jetzt 15 Minuten vorbei. Yaya Touré. Unglaublich wichtige Abwehr. Robben. Das könnte was werden. Auch diesmal kein Glück. Für ihre Moral und für ihren Einsatz bekommen sie Bestnoten, aber vorne fehlt jegliche Präzision und Effektivität. Sie haben ihre Torchancen gehabt und die waren auch gar nicht so schlecht, aber sie brauchen langsam aber sicher mehr Präzision im Abschluss. Fernandinho. Robben. Fahne geht nicht nach oben. Ja, da ist es passiert. Ja, der ist ganz stark am Ball. Wie er sich das erarbeitet, Donnerwetter, Kompliment. Ein Schuss, Genialität, eine grandiose Technik. Nur so können solche Tore fallen. Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Sie versuchen so in den Strafraum zu kommen. Er versucht den Ball reinzuflanken. Gut verteidigt. Mandzukic. Probiert es. Oh, das geht in Richtung Tor. Einfach brillant, was der Junge am Ball alles kann.
Das ist einfach zum Zungenschnalzen, wie er den Ball am Fuß führt, wie er dieses Tor macht. Yaya Touré. Der Ball ist durch. Die nächste gute Chance. Der Ball in den freien Raum. Mann, der war abgefälscht. Mandzukic. Spiel über die Außen. Flanke. Er setzt an zum Kopfstoß aufs Tor. Gerade noch mal gut gegangen. Jetzt erstmal durchatmen. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Sie haben sich mit großer Souveränität diese Führung erarbeitet und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das im zweiten Durchgang noch aus der Hand geben. Tja, die Aufgabe ist klar und einfach. Sie müssen ein Spiel finden. Je früher, je besser. Manchester City gegen Bayern München. Jetzt hat er die Chance. Chance vertan. Ja, sie versuchen alles, überhaupt keine Frage, aber die Chancenauswertung ist bedauerlich. Das ist ja mal eine Ansage. Sie gehen weiter in die Offensive. Sie wollen nicht nur das Ergebnis verteidigen und das ist auch gut so. Auf das Ding hat er gewartet. Netter Versuch, aber glücklos. Die spielen nicht schlecht, die Chancen sind da, aber das Ergebnis, das stimmt einfach nicht. Pass unterbrochen. Lahm. Da schnappt er sich den Ball. Jesus Navas. 15 Minuten in Durchgang 2 gespielt. Jovetic. Was für eine Chance. Gut abgefangen. Müller. Mandzukic. Jetzt kann er es probieren. Der Ball ist im Tor. 3-0. Großartig, wie er sich hier durchsetzt. Sensationell. Enge Ballführung auf allerengstem Raum. Das Tempo stimmt auch und der Ball ist drin. Das dürfte Einwurf geben. Er passt ihn zurück. Robben. Ja, da gibt es vielleicht die Chance zu flanken. Und er ist immer noch am Ball. Zwei Leute im Strafraum. ...75 Minuten sind vorbei. Lescott. Jesus Navas.
Das Leder schön nach außen gepasst. Das könnte er jetzt alleine machen. Jovetic. Das gibt Einwurf. Robben. Sie versuchen es über außen. Das kostet Kraft. Da sind sie zu zweit in der Mitte. Abseits, klare Sache. Die Fahne ist oben, es gibt Freistoß für die andere Mannschaft. Das war's. Der Schlusspfiff ertönt. Das war ein beeindruckender Sieg. Die Stürmer konnten heute machen, was sie wollten.